So, ich möchte in diesem Film jetzt zeigen, wie man bei Anki Kartensätze ein bisschen verändern kann, beziehungsweise so verändern kann, dass man vielleicht damit mehr Lernmöglichkeiten hat. Unter anderem geht es jetzt mal um die Tags. Und dazu habe ich mir meinen Kartensatz zum Thema Hauptstädte mal rausgesucht und möchte gerne das Ganze ein bisschen sortieren, damit ich ein bisschen gezielter üben kann. Zum Beispiel sind die Schweizer Kantone ja darunter verstreut. Sicherlich nicht falsch, sie auch zu kennen, aber momentan möchte ich sie gerade nicht lernen. Deshalb markiere ich mir erstmal meine ganzen Kantone und deren Hauptstädte. Da haben wir wieder einen. Ich nutze jetzt die Taste Steuerung oder auf englischsprachiger Tastatur Command. Dann kann ich nämlich einzelne Sätze zusätzlich markieren. Und ich mache mal gerade weiter, während ich den Film kurz pausieren lasse. So, jetzt habe ich hoffentlich alle rausgesucht und markiert und jetzt gebe ich denen mal hier einen Tag, damit ich also sie von anderen leicht unterscheiden kann. Schweizer Kantone als ein zusammenhängendes Wort, damit man einen Tag hat. So, jetzt sind die markiert. Das Interessante ist, jetzt kann ich zum Beispiel sagen, such mir mal alle raus, die keinen Tag haben. Dann fallen dann zum Beispiel schon mal die ganzen Schweizer weg. Und jetzt könnte ich natürlich auch noch die Bundesstaaten der USA raussuchen. Denn wenn ich wirklich nur Hauptstädte will, der Welt, der Länder, dann bräuchte ich die ja nicht. So ist das natürlich ziemlich umständlich, das immer einzeln rauszusuchen. Jetzt gibt es aber noch eine andere Möglichkeit, und zwar kann ich hier unter dem Suchfeld, wenn wir gerade geguckt haben, ich habe ja gesucht nach Schweizer Kantone, dann erscheint hier zum Beispiel der Begriff oder der Suchbegriff Tag Schweizer Kantone oder kein Tag, Tag None. Jetzt kann ich auch so ähnlich suchen, und zwar kann ich nämlich hier nach den Feldern suchen. So ist zum Beispiel beim Bundesstaat der USA als Kontinent Bundesstaat der USA angegeben. Und deshalb kann ich hier oben in dem Suchfeld einfach auch Folgendes machen: Kontinent und Doppelpunkt und USA. Es muss gar nicht der ganze Begriff Bundesstaat USA angegeben, aber wir kontrollieren mal. Ich habe alle amerikanischen Bundesstaaten jetzt hier rausgesucht, kann sie also bequem markieren und den dann das Tags, den Tag Bundesstaat USA geben. So, dann Suchbefehl mal wieder rausnehmen. Wie viel habe ich jetzt noch übrig? Ja, jetzt habe ich schon wesentlich weniger. Jetzt könnte man noch sortieren nach anderen Kontinenten, nach anderen Kontinenten oder eben auch zum Beispiel den Bundesländern. Machen wir das gerade doch mal. Also ich füge das Ganze jetzt im Prinzip fort. Kontinent, Bundesland. Dann habe ich eben die ganzen Bundesländer in Deutschland. Muss nur aufpassen, dass ich nicht die österreichischen noch mitnehme und kann die eben auch markieren, ihnen ein Tag geben, und zwar Bundesland BRD zur Sicherheit. Und wir gehen wieder zurück. Wo habe ich kein Tag dabei? Dann hätten wir noch die österreichischen Bundesländer. Oh, ich sehe gerade, hier hat irgendwie das nicht funktioniert. Irgendwie ist wohl eine Sache übersehen worden. Gut, kann mal passieren.
Bundesstaat USA zum Beispiel. Oder wo haben wir gehabt? Baden-Württemberg ist auch irgendwie rausgerutscht. Also ich kann das eben noch nachträglich bearbeiten. Aber mit dieser Suchmöglichkeit hier oben habe ich eben die Möglichkeit, die verschiedenen Sachen rauszusortieren. Und ich werde das jetzt mal kurz fortführen und sortieren nach den einzelnen Kontinenten noch. Und dann gucken wir uns mal an, wie wir das beim Lernen dann nutzen können. So, ich bin fast fertig. Ich habe nur noch ganz wenige, die übrig sind. Zum Beispiel hier noch zwei Schweizer Kantone. Übrigens, wenn ich hier einen Tag anfange, ist es so, dass mit einem bestimmten Buchstaben anfangen gezeigt werden, welche Tags also schon mit dem entsprechenden Buchstaben ebenfalls vorhanden waren, dass ich also das nicht neu tippen muss. Und jetzt sind, glaube ich, nur noch Australien und Ozeanien übrig. Und dann kann ich den Rest auch markieren. Alle Karten markieren und Australien, Ozeanien als Tag setzen. So, jetzt habe ich hier in meiner Übersicht der Tags, also die ganzen Sachen, die ich schon ausgewählt habe, oder die ganzen Tags, die ich verwendet habe, zu sehen. Einer ist zu viel oder habe ich einen kleinen Fehler gemacht. Aber kann man eben daran auch erkennen. Ansonsten Schweizer Kantone, Bundesstaat, Bundesländer, Österreich, Bundesland und so weiter. So, schließen wir mal die Ansicht und gucken mal, wie wir das jetzt nutzen können. Nehmen wir mal an, ich muss jetzt also lernen, sage ich, okay, mir reichen erstmal die deutschen Bundesländer und dann kann ich zum Beispiel hier bei den Lerneinstellungen die Lernen einer Auswahl verändern. Zum Beispiel, indem ich sage, bitte zeig mir nur die Tags, die ein Bundesland aus der Bundesrepublik Deutschland sind und ich stelle ein, dass ich also sowohl bei Wiederholungen als auch bei neuen Karten also nur jetzt die Bundesländer, Hauptstädte halt sehen möchte. Wir probieren es gerade mal aus, ob das passt. Ja, wir haben jetzt schon genügend gelernt für heute, deshalb mache ich einfach mal mehr Lernen. Rheinland-Pfalz, Hauptstadt ist Mainz, ganz einfach. Saarland, die Hauptstadt ist, glaube ich, Saarbrücken. Jawohl. Brandenburg ist das Potsdam. Auch gut. Wobei, ja, da bin ich mir nicht so sicher. Thüringen, Erfurt. Ja, ging so. Schleswig-Holstein müsste Kiel sein. Hessen, da passt ehrlich gesagt das Bild nicht so ganz. Auf jeden Fall ist Wiesbaden. Das weiß ich. Mecklenburg-Vorpommern müsste Schwerin sein. Baden-Württemberg ist Stuttgart. Bremen. Sachsen-Anhalt. Ach, Magdeburg. Okay, für morgen nochmal. Nordrhein-Westfalen. Düsseldorf. Oh, das wusste ich ehrlich gesagt nicht so. Niedersachsen. Hannover, okay, für morgen nochmal. Sachsen, Dresden, ja, okay. Noch einfach. Berlin. Das war einfach. Bayern ist die Hauptstadt München. Hamburg. So, dann bin ich fertig, okay. Also man hat jetzt gesehen, ich habe wirklich also nur die Karten gezeigt bekommen, die ich eben sehen wollte. Das kann ich übrigens auch hier im Pauk-Modus machen. Ich gehe mal wieder hier rein, pauken. Der Nachteil ist, ich habe jetzt hier leider keine Auswahl, aber wenn ich anfange einzutippen, sehe ich hier auch die Texte, die also passend sind mit dem Anfangsbuchstaben. Ich muss also zumindest wissen, wie die aussehen. So, und jetzt könnte ich hier das Ganze nochmal pauken. Vielleicht nochmal eine Information, warum eigentlich dieser Unterschied hier, dass die 16, also die Karten, die noch fehlen, hier zu sehen sind.
Der Unterschied zwischen Pauken und dem normalen Lernen ist, dass das Pauken nicht so bewertet wird, was die Wiederholung betrifft, wie das normale Lernen. Wenn ich jetzt hier zum Beispiel auf nochmal klicke, wird das zwar auch wiederholt, aber es ist nicht so, dass es dann ebenso oft erscheint wie dann bei normalen Lernen. So, also so kann ich eben auch einzelne Bereiche nur pauken. Ja, abschließend zu diesem kleinen Film möchte ich euch eben den Rat geben, Tags auf jeden Fall zu benutzen. Man hat einfach die Möglichkeiten, seinen Kartenstapel ein bisschen besser zu organisieren. Zum Beispiel, wenn man Vokabeln lernt, könnte man natürlich die Vokabeln etwas oder sortieren. Zum Beispiel, wenn man ein längeres Kapitel durchgeht, dass man sagt, das sind alle Vokabeln aus dem Kapitel 1, das sind alle aus dem Kapitel 2. Im Prinzip kann man da auch schon vorbereiten für Vokabeln, die vielleicht später kommen und muss sie dann nachher nicht eintippen. So, und nun möchte ich noch etwas zeigen. Und zwar, wenn wir nochmal uns den Kartenstapel anschauen, dann gab es ja hier in der Auswahlmöglichkeit, in dem Filterbereich, noch etwas, nämlich dass hier was steht mit Priority High, Low und Very High. Nun ist es so, dass hier kein Tag damit oder keine Karte mit diesen Tags versehen ist. Das kann ich machen. Ich kann aber auch das Ganze anders verwenden. Und zwar gehe ich dazu hier in das Hauptfenster von Anki. Ich kann auch das Kartenfenster wieder schließen. Und gehe unter Einstellung auf Stapeleinstellung. Das heißt, das ist also eine Einstellung, die sich nur auf diesen Stapel bezieht. Und dann habe ich hier eine Möglichkeit, hier bei der Rangfolge hohe und sehr hohe Dringlichkeit, niedrige Dringlichkeit, jetzt einzelne Tags hervorheben. Voreingestellt ist dieses hier, Very High Priority und so weiter. Ich möchte aber natürlich die Tags verwenden, die ich jetzt zum Beispiel hier habe. Zum Beispiel ist es für mich jetzt sehr wichtig, dass ich die Bundesländer BRD zuerst bearbeite. Und Bundesland fällt mir gerade ein, leider wird das hier nicht angezeigt. Und dann wird also bevorzugt oder werden bevorzugt die Bundesländer der BRD dann eben hier ausgewählt. Ich kann natürlich auch mehrere auswählen, wenn ich eben zum Beispiel Leerzeichen lasse, kann ich dann auch noch etwas ergänzen. Leider wird das also nicht angezeigt, wäre sicherlich eine Verbesserung. So, jetzt denke ich, habt ihr das Wichtigste, wie ihr Anki effektiv nutzen könnt. Es gibt noch so viel mehr Möglichkeiten. Aber alle kann ich wirklich jetzt erstmal in diesem Film noch nicht ansprechen. Vielleicht kommen später nochmal Filme mit mehr Informationen.